Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Ach ja, wieder hier dieser wunderschöne Loading Screen. Also da hätten sie sich echt ein bisschen mehr einfallen lassen können, wie da so ein Ding, was sich rechts oben in der Ecke dreht. Naja gut, sei es drum, man hätte zum Beispiel in anderen Spielen einen schönen Screenshot rein und dann so einen Balken, was weiß ich. Irgend sowas. Aber haben sie nicht. Aber ist jetzt auch das erste größere Manko, was mir aufgefallen ist. Der Rest ist eigentlich alles toppi, soppi, toppi. Nee, war nicht stehen geblieben. Ich habe leider keine Pfeile mehr. Ja, ja, komm mal her. Kommst du her? Ja, Kollege. Coole Animation. Oh, so. Was denn haben wir? Folgt mir. Leider keine Berserkerkleider mehr. So, komm, nein, aber nicht höher. So. Haben wir den jetzt noch? Haben wir schon wieder die alle getötet. Wir müssen weiter. Sehr cool. Sollte ich das gestern auch machen sollen? Gestern in der letzten Aufnahmesession habe ich das natürlich auch schon mal probiert. Wo ich dann hier abgebrochen hatte. Und so schwer ist es ja eigentlich gar nicht. Voll. Gut, wenn wir hier noch das Schloss knacken. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt gerade noch mal ein bisschen skillen kann. Das hätte ich lieber geskillt. Schleichen. Sehr cool. Das kaufe ich mir jetzt mal. Das ist Doppelattentat. Das ist echt cool. Gesundheitsskillen. Ja, komm. Aber eigentlich wollte ich das mit diesen Dietrich skillen. Wie war denn das? Das war doch unter. Sind das Schleichen? Ja, hier. Ah, das kann ich noch gar nicht. Dazu habe ich die Sequenz noch nicht. Funktioniert jetzt wenigstens auch gleich. Ah, okay, müssen wir die halt wieder so auseinandernehmen. Ja. Geht ja auch, sag ich mal. Geht weiter. Wie erwünscht. Die Stimme von dem Typen finde ich auch jetzt gar nicht mehr so cool gemacht. Also ja, von dem Typen, den wir da jetzt gerade ja eskortieren. So, der kommt her. Jetzt zwei Leute her. Komm zurück und kämpfe! Shit. Ihr müsst
Ich hier zwei Gänse nicht töten. Aber kriege ich natürlich auch nicht. Kein Thema. So, wenn wir die Leute hier nochmal schnell plündern. Gucken, was sie für einen Plünder dabei haben. Wow. Noch einen Typen, den wir töten müssen. Folgt mir. So, mal sehen, dass wir die möglichst ein bisschen ausschalten können. Aber gehen hier vorher nochmal schnell am Händler vorbei, weil ich will hier kurz Zeug verkaufen. Willst du ja auch kaufen. Nehme ich hier meine Berserker-Pfeile und den Quatsch. Wo kann ich denn hier Ausrüstung? Wo kann ich mein Zeug hier verkaufen? Ich will doch mein Zeug jetzt verkaufen hier. Muss auch irgendwo gehen. Das ist so ein Haufen Quatsch dabei. Na egal. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Du entkommst nicht, du Gnade! Fuck. Ich wollte doch den Berserker-Pfeil da schnibbeln. Du entkommst nicht, du Feigling! Der hat jetzt Berserker-Pfeil abgekriegt. Das würde jetzt was bringen, dann darf sein Kollege nur schießen. Jetzt mal abgelenkt. Ich kann den jetzt hier töten. Ihr seid Spione! Ihr alle! Jetzt sehe ich es! Ich habe ihn leider nicht erkannt! Ich sehe Spiegel! Warum hat er mich jetzt one-hitted? No. Fu, ey. Aufs Dach. Ja, ja, triff durch halt das nächste Mal. So. Böse Attacke, die er hier gemacht hat. So, jetzt müssen wir dem natürlich noch ein Stück hier hinterher spacken und dann
bienvenue dans mon échoppe, citoyen. Ah, da bin ich ja mal gespannt, wo der jetzt hinrennt. Wir haben ja einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich. Die erste Nacht war vor einigen Jahren ein Privatauftrag. Das wissen wir von mir. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Kurzum erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Er ist ein Tempel. Habt ihr das erfahren? Ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafrenier kam ja auf die Schliche. Wo kann ich ihn finden? Er ist vermutlich sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Alubilie. Es klang bedrohlich, wie er das sagt. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine wichtige Person stammt davon. Ich will wissen, wie es war. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Wir werden wieder nach euch suchen. So, und diesen Auftrag nehmen wir aber erst im nächsten Part an. Bis dahin, ciao.